Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online und unserem Kampf, endlich den Alchemisten zu finden. Okay, kein Thema. Allerdings die Feste werden wir auf jeden Fall heute nicht mehr machen, weil wir müssen ja jetzt noch die Sache mit den Alchemisten eben machen. Deswegen renne ich jetzt wieder so schnell wie möglich hier durch. Darum. Sind die jetzt hier alle weg? Oh, was war denn das gerade? Irgendwas hat doch gerade so in meinem Ohr gedonnert. Ne, da war doch noch so ein Troller, ne? Die sind auf jeden Fall noch da. Moment, was? Wieso muss ich jetzt darum, um den Alchemisten zu finden? Ach, kann das sein, dass die Sache mit den Alchemisten mit dem Baum hier unten zu tun hatte? Dann wird das Ganze aber noch länger gemacht. So, wie dämlich haben die mich jetzt hier rausgelassen? Mal allen Ernstes. Komme ich denn jetzt hier rum? Alter, euer Ernst? Nee, ich glaube, ich laufe dann lieber so wieder zurück, wie ich reinkam. Nein! Das ist nicht euer Ernst jetzt. Jetzt ist die nicht ernsthaft geschlossen. Die haben gesagt, ich soll hier rumgehen. Und jetzt muss ich hier erstmal wieder eine riesige Klimmpartie machen, oder was? Gut, das muss ich aber noch eben mitnehmen. Das leider auch. Da habe ich auf dem Account zu wenig von. Ja, wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Moment. Einmal hier. Das sieht gut aus. So sind wir nämlich auch ins Kriegsgebiet reingekommen. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen lasse ich die jetzt hier mal stehen. Weil, wie gesagt, ich würde gerne alles jetzt in einer Folge abschließen. Muss mir hier rein. Findet den Alchemisten. Aber hier? Echt jetzt? Gib mir nicht auf die Nerven. Auf jeden Fall hier im Gebiet, aber ich denke eher, dass der wohl nicht hier in dem Turm drin ist, weil das ist doch der Turm, wo wir das abge... Ja. Das ist der Turm, wo wir das abgeschossen hatten. Wieso gehst du nicht weg? Tiefer. Auf der Seite. Quasi auf der Seite, wo dieser Turm war. Wir waren doch eigentlich vorhin bei den Alchemisten bei der Tür. Genau. Ach, ich bin ja auch so schlau heute. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne? Da müssen wir mal eben... Also in Wahrheit wollte ich natürlich nur, dass die alle wieder resettet werden. Deswegen habe ich das gemacht, ist ja klar. So, Moment. Wir sind hier durchgelaufen. Da müssten wir theoretisch... Da oben rum. Hier irgendwo sollte da. Ah, hier. Auf drei. Ich laufe einfach los und schaue nicht zurück. Halt! Wer? Wer ist da? Eure Rettung! Wie viele noch? Kann ich mich schon mit dem besprechen, oder? Ach, anscheinend nicht. Die geht mir auf den Sack da hinten. Basti, mach die doch mal einfach kaputt. So, kann ich jetzt mit ihm reden? Dankeschön. Nun, da soll mich doch glatt die Daedra holen. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt Darien und mir damals in Kamlorn geholfen. Ihr kommt viel herum, oder? Seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen, um mir zu helfen? Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, diese Mission zu retten. Was ist eurem Trupp zugestoßen? Wir sollten warten, bis die Nester zerstört sind, ehe wir reingingen, um die Quelle der Dornenherzen zu finden. Aber die Winterkinder haben uns gefunden. Sie haben die Soldaten überwältigt.
Ich bin geflohen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich lebe. Das ist alles, was zählt. Was war eure Mission genau? Jemand muss die Quelle der Dornenherzen vernichten. Und ich hatte es schon mal mit den Regmannen zu tun. Sie sind eine beinahe schon kranke Besessenheit von mir. Ich kenne ihren Glauben und die Art, wie sie mit der Natur im Einklang sind. Diese Dornenherzen, sie sind so natürlich wie ihr und ich. Wie können diese Monster natürlich sein? Ich habe da so eine Ahnung, doch ich muss erst dort hineinkommen, ehe ich Gewissheit habe. Ich muss mir ansehen, wie sie ihre Magie anwenden. Das wird mich geradewegs zur Quelle der Dornenherzen führen. Doch ihr müsst mich dabei am Leben halten. Eine Menge Leute verlassen sich darauf, dass ich Erfolg habe. Sind wir dann bereit? Es gibt nichts mehr, was wir hier draußen tun können. Lasst uns hineingehen. Wie wurdet ihr für diese Mission ausgewählt? Ich war der einzige verfügbare Alchemist. Ich wünschte zwar, ich wäre es nicht gewesen, aber hier bin ich jetzt nun mal. Außerdem brauchten sie jemanden, der etwas Erfahrung mit den Regmannen hat. Natürlich habe ich nie erwartet, mitten in einer Belagerung zu landen. Erzählt mir mehr über die Dornenherzen. Ich bin diesem Phänomen zum ersten Mal daheim in Glen Umbra begegnet. Oh, die dort waren zwar etwas anders, aber Regmannenmagie bleibt Regmannenmagie. Doch was sind die Dornenherzen? Soweit ich es beobachten konnte, werden die Dornenherzen verwendet, um die gefallenen Krieger der Winterkinder irgendwie wieder von den Toten zurückzuholen. Ich glaube, die Rabenvetteln haben etwas mit diesem Vorgang zu tun. So ähnlich wie bei den Blutdorn-Zombies. Erinnert ihr euch? Und ihr könnt diesen Vorgang beenden. Ich glaube, sie lassen die Dornenherzen wachsen. Wenn dem so ist, kann ich sie auch zerstören. Sobald wir drinnen sind und ich den Vorgang näher untersuchen kann, werde ich Gewissheit haben. Ich möchte sicher gehen, dass ich das Elixier richtig mische. Ich möchte sie ja nicht noch versehentlich stärken. Okay, hört sich sinnvoll an. Ja, dann lass uns mal reingehen. Das würde ich gerne mitnehmen. So. Ja, eigentlich war es tatsächlich sehr doof, was ich gemacht hatte. Ich hätte mit ihm eben sprechen müssen und dann reinrennen müssen. Ihr habt ihn gefunden. Everly. Der Rest der Ork-Soldaten ist zurück zum Lager gegangen, um Meldung zu machen und sich neue Befehle abzuholen. Ich glaube, sie hatten nie wirklich damit gerechnet, dass ihr den Alchemisten findet. Da haben sie sich wohl geirrt, was? Ja, auf jeden Fall. Halt mir den Rücken frei. Kommt, kommt! Folgt mir! Wenn meine Vermutungen zutreffen, sollte unsere Suche reibungslos ablaufen. Wir werden hier unten alle sterben, oder? Haltet Evelyn. Die Augen offen. Wir suchen nach einer Pflanze oder Wurzel. Etwas, was nicht ganz natürlich wirkt. Ja, wie wär's mit dem Baum in der Mitte? Das dauert etwas aber noch ein bisschen. Etwas Seltsames? Etwas Unpassendes? Etwas wie das hier? Ja. Zum Beispiel. Aber da drüben ist ein Baum, der sieht noch viel besser aus. Na, sowas sieht man nicht alle Tage. Ein Baum, der aus einem Leichnam wächst. Ich würde sagen, genau danach haben wir gesucht. Der Setzling ist zwar nur eine Wurzel, aber dennoch Teil eines größeren Ganzen. Dann wachsen die Herzen also an diesen winzigen Bäumchen? Regmannenmagie verdirbt die Natur. Sie nutzt die ihr innewohnenden Eigenschaften, um schreckliche Kräfte zu erzeugen. Die Dornenherzen brauchen eine größere Pflanze, um sie zu nähren und wachsen zu lassen. Doch dieser widerliche Setzling ist gewiss damit verbunden. Ich spüre die Energie, die durch ihn fließt. Was genau hat das nun zu bedeuten? Wir müssen einige dieser Setzlinge vernichten. Ihnen die Energiezufuhr kappen, um so den zentralen Baum zu schwächen. Sobald er geschwächt ist, bringe ich beim zentralen Baum, wo auch immer er wachsen mag, eine alchemistische Lösung zur Anwendung. So kann ich ihn hoffentlich mitsamt aller Wurzeln vernichten. Warum suchen wir nicht einfach den zentralen Baum und vernichten den? Ja, meine Frage. Regmannenmagie dringt in die Natur ein wie eine Seuche in einen gebrechlichen Körper.
Sie verwandelt ihren Wirt, ergreift von ihm Besitz und lässt die Verderbnis so weiter anwachsen. Sie errichtet Verteidigungen und Barrieren, die nicht leicht zu überwinden sind. Sie muss geschwächt werden, bevor wir die Belagerung fortsetzen. Also, was soll ich für euch tun? Findet die Setzlinge und verbrennt so viele von ihnen, wie ihr könnt. Das wird die Verderbnis mindern und die Verteidigungen anfälliger machen. In der Zwischenzeit kann ich aus Stückchen der kleinen Setzlinge einen Trank mischen. Lasst die Elfen bitte hier. Ich könnte ihren Schutz gebrauchen. Evely wird zurückbleiben und euch beschützen. Lasst den Setzlingen Ruhe, den ich gefunden habe. Ich werde ihn nutzen, um ein Elixier vorzubereiten und auszuprobieren. Verbrennt ruhig alle anderen, die ihr findet. Bis ihr zurück seid, werde ich ein Gift vorbereitet haben, das stark genug ist, um sich durch die geschwächten Verteidigungen des Hauptbaums zu fressen. Ihr habt euch schon mit dieser Art Reitmagie beschäftigt? Nein, nicht direkt. In mancherlei Hinsicht ist sie gleich, doch in anderen ist sie wiederum völlig anders. Das letzte Mal, als ich mit Reikmagie zu tun hatte, nutzte sie Ranken, die so groß waren wie ihr oder ich. Das hier ist eine ganz neue Form der verderbten Magie, selbst für mich. Wie sicher seid ihr, dass das klappen wird? Ich habe euch und Darien geholfen, die Lykanthropie in einer brennenden Stadt voller Kultisten und Werwölfe zu heilen. Wenn ich unter solchen Bedingungen einen Trank zusammenmischen konnte, dann werde ich hiermit erst recht fertig. Na gut, wenn er meint, dann gehen wir mal weiter. Du lässt mich ja sowieso nicht in Ruhe. So, Nummer 1. Brenne, kleines Bäumchen, brenne. So, das ist da hinten. Können wir die erstmal alle ziehen hier? Ja, natürlich nicht. Es gibt natürlich auch noch Fernkämpfer, die nicht mitkommen wollen. War ja klar. So, brennen sollst du Nummer 2. Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment. Nach rechts und dann runter. Achso, hier. Wenn du nicht lieb bist zu mir, dann verbrenne ich dich auch. So. Nummer 3. Ihr kämpft Hallöchen. Weiter, obwohl ihr bereits besiegt seid. Was seid ihr doch für armselige kleine Kreaturen? Was? Ihr haltet euch wohl für schlau, wenn ihr kleine Setzlinge verbrennt. Doch verglichen mit unserem geliebten Baum sind sie nur Kinder. Eure Taten überraschen uns nicht. Orks und ihre Verbündeten glauben immer alle, sie wären stärker als die Reikmannen. Töricht bis zum Schluss. Warum seid ihr eingesperrt? Ich wappne mich innerlich und durchlaufe die rituelle Phase der Einsamkeit, ehe sie mir das Dornenherz in den Körper einsetzen. Sobald ich meinen Platz als Dornenherzkrieger eingenommen habe, werde ich euch ermorden und den Tod auf die Orks herabregnen lassen, die unser Land besudeln. Was bewirken diese Dornenherzen? Ihr werdet unsere Magie nie verstehen. Ein Dornenherz zu erhalten, ist ein kostbares Geschenk. Eines zu erhalten, während ich noch lebe, ist sogar eine einmalige Ehre. Die Rabenvetteln geben uns dieses Geschenk, während sie sich zugleich noch um den Baum kümmern, an dem die heiligen Früchte wachsen. Von welchem Baum sprecht ihr? Was für ein armseliger Feind ihr doch seid. Ihr wisst nicht einmal vom Ursprung eures Untergangs. Ihr solltet mir leid tun, doch stattdessen will ich euch nur umso schneller töten. Es klingt, als ob ihr auch nichts über diesen Baum wüsstet. Natürlich weiß ich von dem Baum. Er schenkt den heiligen Früchten Leben. Er ist stark, mächtig und ewig.
Er kann nicht vernichtet werden. Er hasst euch, wisst ihr? Weil ihr seine Kinder verbrennt. Auch für diese Untat werde ich euch töten, sobald ich mein Dornenherz habe. Ja, ja. Es wird keine weiteren Herzen mehr geben, sobald wir den Baum vernichtet haben. Glaubt ihr, ihr könnt unseren ewigen Baum mit Feuer und Äxten vernichten? Eure Werkzeuge sind nutzlos. Die Wurzeln des Baums sind stark und sie reichen tief. Aber bitte, ihr könnt es gerne versuchen. Die Rabenfetteln werden eure Augen fressen und euren Leib als Dünger verwenden. Ihr seid irgendwie wütend, nicht wahr? Wütend? Ich brenne vor gerechtem Zorn. Sobald ich den Reihen der Dornherzkrieger beitrete, wird mein Zorn dazu dienen, meine Rache anzutreiben und meinem Volk Gerechtigkeit zu bringen. Was haben die Orks getan, um eine solche Rache verdient zu haben? Was haben die Orks nicht getan? Sie beanspruchen Land, das rechtmäßig dem Reg gehört. Sie haben meine Leute angegriffen und getötet. Sie essen Nahrung, die Winterkinder hätten essen sollen. Sie sind Tiere. Und nicht einmal die Hilfe von Fremden wird sie vor meinem Zorn noch retten können. Okay, alles gut. Ich werde dann den Leuten mit den weißen Kitteln Bescheid geben. Die kommen dann vielleicht mal vorbei, wenn du Glück hast. Burn, Baby, burn. Wir müssen wieder zum Eingang zurück. Voilà, das war das Falsche. Darum. Und darum. Emily, wo ist der Kerl hin? Also, ihr habt auf eurem Rückweg nicht zufällig Alinon gesehen? Vielleicht? Was ist mit Alinon geschehen? Hör zu, das war nicht meine Schuld. Alinon schickte mich los, damit ich ihm etwas Moos bringe, das hier unten an den Wänden wächst. Als ich zurückkam, war der Alchemist fort. Wir müssen den Alchemisten finden. Genau, das ist ein hervorragender Plan. Doch ihr solltet das hier nehmen. Alinon meinte, das wäre die letzte Zutat, die er für die Vollendung seines Elixiers braucht. Ich sehe seine Alchemistentasche nicht. Also muss er den Rest seiner Komponenten bei sich haben, wenn der Baum ihn noch nicht gefressen hat. Der Baum hat Alinon gefressen? Was? Nein, natürlich nicht. Zumindest glaube ich nicht, dass er ihn gefressen hat. Doch er sagte mir, die Winterkinder würden Dornenherzensamen in Leichname pflanzen. Die Saat nährt sich von den Leichen, bildet Wurzeln aus und nährt dann den Baum. Oder irgendwie sowas. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Hätte sie mal vielleicht besser. Ihr habt keine Ahnung, wo wir nach ihm suchen sollten? Nun, ich bin dort lang, um Moos zu sammeln. Demzufolge muss er in die andere Richtung gegangen sein. Wahrscheinlich ist er an der Biegung vor uns nach rechts abgebogen. Teilen wir uns auf. So können wir ein größeres Gebiet absuchen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es mein Fehler war, weil ich ihn allein gelassen habe und so. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, was du denkst. Aber egal, wir können uns jetzt keine Vorwürfe leisten. Wir müssen ihn suchen gehen. So, ihr seid mir egal. Ich muss jetzt einfach nur zum Zielort hin. Ich bin kein Vogelfutter. Nee, Moment, ich muss hier rum. Redet noch? Die war anscheinend nicht. Geh mir noch nicht auf die Nerven. Es wird auch Zeit, dass ihr kommt. Tut etwas, ehe ich hier oben geröstet werde. Ja, und ich? Ich lass dich lieber rösten, als dass ich sterbe, ganz ehrlich. Hallo. Ich muss was sagen, es wäre auch ganz gut, wenn ich den treffen könnte. Wie kann ich denn mit dir sprechen? Oder was kann ich machen? Sprecht mit Alion. Ah, jetzt kann ich. Steht nicht bloß da herum und schaut mir beim Rösten zu. Tut etwas. Was macht ihr da oben? Was ich mache? Ich werde lebendig gebraten. Wonach sieht's denn aus, was ich da mache? Noch schlimmer ist aber, dass sie meine Alchemistentasche haben. Das Elixier war fast fertig, als ich...
über diese Patrouille der Winterkinder stolperte. Lasst mich einmal sehen, ob ich den Käfig irgendwie absenken kann. Nein, nein, uns läuft die Zeit davon und ihr habt eine wichtigere Aufgabe zu erfüllen. Ihr müsst den Hauptbaum vernichten. Ansonsten werden die Dornenherzkrieger die Orks irgendwann überrennen. Ich finde schon einen Weg hier raus. Irgendwie. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Findet die Rabenviertel, die meine Alchemistentasche hat, und schnappt euch das Elixier. Ich konnte nicht auf Eveli warten, also hab ich allein nach Moos gesucht. Natürlich bin ich genau da auf die Winterkinder getroffen. Jedenfalls solltet ihr jetzt das Elixier holen und diesen Baum vernichten. Bringt das hier zu Ende. Für mich. Tja, ich befürchte allerdings, dass er bei dem Versuch sterben wird. Ich hab überall nach euch... Hey, was macht Alinon da oben? Das sieht nicht sehr sicher aus. Der ruht sich nur ein bisschen aus. Wir sollten ihn da rausholen, ehe er gar ist, oder? Na, er hat gesagt, das sollen wir nicht machen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich wette, ich kann die Kette, die den Käfig da oben hält, mit ein paar gut platzierten Schüssen durchtrennen. Helft Aninon, ich muss sein Elixier suchen gehen. Sicher doch, keine Sorge, ich hab das im Griff. Hm. Ihr glaubt doch nicht, dass der Käfig beim Aufprall zerschmettern würde, oder? Facepalm. Achtet nur darauf, dass Aninon nicht verletzt wird, ja? Keine Sorge, ich treffe nie etwas, worauf ich nicht gezielt habe. Na gut, abgesehen von dem einen Mal. Aber das hat auch nicht gezählt. Ich habe Bomfor gesagt, er soll sich nicht bewegen. Geht einfach. Ich werde mich gut um den Alchemisten kümmern. So ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Hey, haltet jetzt ganz, ganz still, damit ich euch da runterholen kann. Mit Pfeil und Bogen? Der Käfig wird ins Feuer stürzen. Mit mir darin. Schön den Kopf einziehen und sich abrollen. Ich wollte gerade sagen, sollen wir uns das wirklich antun, aber... Ich glaube, die macht das nicht, solange wir nicht weg sind. So. Müssen wir irgendwo nach links? So nicht, mein Freund. So nicht. So auch nicht. Keine Gnade. So, da ist das Tagebuch von, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Tagebuch von Eisherz, war doch richtig, was ich gedacht hatte. So, die Alchemistentasche haben wir. Wir müssen zur Mitte. Ich bin mich hier so am Abhetzen, damit das alles noch in einer Folge reinpasst, aber ich glaube, ich muss so oder so zwei Teile davon machen. Gefunden? Gießt es auf den Baum. Die Winterkinder sind auf dem Weg. Würde ich ja gerne. Jetzt. Verteidigt den Baum, bis das Elixier seine Wirkung entfaltet. Lasst die Winterkinder bloß nicht nahe genug heran, um ihn zu heilen. Der Baum darf nicht zerstört werden. Hallo? Hallo, geht das noch? Brennt es nieder! Ach so, dadurch gehe ich kaputt? Wie sagt mir das denn keiner? Der Baum verteidigt sich selbst? Schon krass. Ist da noch irgendjemand? Ja, genau. Und ich renne dann auch noch genau da rein. Also die, wenn ich das richtig verstanden habe, die dürfen nicht da reinrennen. Ach nee, nicht reinrennen, sondern die dürfen das hier nicht machen. Okay, verstehe. Ich bin hier auf den Sack hier.
Achso, ist die einzige. So nicht, Fräulein. So nicht. Nicht mit uns hier. Boah, wie viele kommen denn noch? Holt uns doch! Also hier solltet ihr auf jeden Fall Heilung dabei haben oder ein gutes Schutzschild, so wie es aussieht. Das war's? Ja, dann verlassen wir mal die Festung. Auf der Seite, wo es ja am Anfang noch hieß, dass ich den Alchemisten finden sollte. Danke nochmal dafür. Da. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Mir geht es gut. Sie wollten euch rösten. Wo ich herkomme, nennt man das nicht gut. Verglichen mit einigen meiner Abenteuer war dies ein Spaziergang. Die Waldelfin hat mich mit einem verdammt guten Treffer aus dem Käfig befreit. Verdammt gut. Und ihr habt euch in perfekter Manier um den Dornenherzbaum gekümmert. Gut gemacht. Hat das Elixier Wirkung gezeigt? Wurde die Quelle der Dornenherzen zerstört? Zweifellos. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Wurzeln verbrannten. Der Belagerungskommandant muss davon hören, damit er diesen Vorteil nutzen und der Bedrohung durch die Winterkinder ein Ende setzen kann. Ich für meinen Teil würde mich ein wenig zurücklehnen. Irgendwo hier in Orsinium mit einem großen Humpen in der Hand. Und wir haben mittlere Schultern in erfüllt erhalten vom Set Winterkind Wehrschiene. Ihr habt euren Bericht, Soldaten. Kehrt zum Belagerungskommandant zurück. Dann erledigen wir diese Winterkind-Bastarde. Ja, sehr schön, sehr schön. Damit hat das Ganze hier auch endlich mal ein Ende. Ich muss mal schauen, wo ich da den besten Cut mache. Ich denke mal, dass ich das vor der Story mit dem Alchemisten machen werde. Auch wenn wir den davor ja im Endeffekt schon kurz angesprochen hatten. Ich denke, das wird wohl der beste Cut sein, weil eine Stunde vielleicht doch ein bisschen viel ist für eine einzelne Folge von Teso. Deswegen seht es mir bitte nach, dass die letzte Folge wahrscheinlich nicht ganz so toll geschnitten ist am Ende. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, in der Hauptstadt von Orsinium wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.